Jetzt ist da. Hallo, willkommen zurück, liebe Leute. Zu Minecraft Sky Factory 2. Wahrscheinlich mit vielen Lags, keine Ahnung, weil das Spiel einfach heute Bock hat so. Oh, auch nicht. Okay. Ihr seht, ich habe mein Inventar geleert. Ich so, hä? Hä? Bist du behindert? Nicht so, nie. Ich bin voll klugi. Mut. Uno. Denn wir fliegen kurz. Ich hab die Schnauze voll. Wir suchen uns das Ring. Ort. Hilfe, Hilfe. Ah. Okay. Du. Irgendwo hier war der. Irgendwo war hier ein River. Hier. Heißt, ich muss ungefähr 4 Blöcke nach rechts und dann komplett quer darüber. Okay. Gehen wir hin, oder? Schaffen wir. Yeah. Und genau deswegen habe ich das gemacht, damit ihr aber seht, wie ich das machen muss. Gameboy Nui. Du. Gut, wir nehmen unsere Sachen wieder mit. Also wir nehmen alles hier raus, bis auf 4 von denen. Den Rest kann ich wieder so mitnehmen. Hi, Mann. Aber ich lege den ganzen Schmarrn natürlich wieder ab. Weil, ist ja klar, am Ende bin ich schuld und deine Mutter. Ob das reichen? Na, wird schon reichen. Schauen wir mal. Gegen. Ja, sollte schaffbar sein. Machbar sein. Gott. Ja, mein Kopf fängt sich schon jetzt wieder an, alles zu drehen. Oh nein, ich muss. Oh Gott. Muss ich noch mal wechseln, warte mal, wo war das? Periode. Entschuldigung. Okay. So. Wir lassen einfach mal laufen. Und mein, boah, krasser Shit, ich erzähle ja jedes Mal, mein Bildschirm flackert und macht Scheiß nebenbei. Heute hat er richtig abgefuckten Space-Shit gemacht, keine Ahnung, wie und warum das überhaupt möglich ist. Ich hatte einen Ordner offen, der ist natürlich hinter dem Geflacker teilweise verschwunden, weil ich musste das ja alles hier öffnen und machen und tun. Und plötzlich scrollt der Ordner unten nicht mehr, hat oben natürlich weiter gescrollt über den Geflacker, es ist ja nur so ein, ich würde sagen, ein Viertel vom Bildschirm flackert. Dann sind, also das unterste Viertel. Und, Alter, ich dachte, ich krieg mich nicht mehr. Wird der Bildschirm plötzlich freeze unten? Dachte mir so, okay, das ist jetzt neu. Und dann wird er komplett so schwarz, einfach kurzzeitig schwarz. Wie so in so einem Horse Bladder oder sowas. Dass einfach alles dunkel wird, plötzlich stehen bleibt und dann tot. Und ich dachte mir so, Why? Und hab festgestellt, wenn man gegen den Bildschirm tippt, in dem Moment. Also, du gehst da so hin und klickst den Bildschirm an, ne? Also, pup. Dann funktioniert der wieder. So, pup, pup. Ist cool, oder? Ist super. Oh, bitte reich aus. Ich will dann nur wieder zurückkommen, eine Barrel hinsetzen, es regnen lassen und sie versammeln lassen. Und ich hoffe, ich muss nicht stundenlang dabei stehen, dann kotze ich. Ich breche so in den Eimer rein. Oh nein. Es waren bestimmt 5. Dodo. Mal, ich bin am
schauen. Das sind doch, glaube ich, mehr, oder? Ja. Ah ja, jetzt strecke hier entlang. Ah, River! River! Ich bin im Riverfeld. Hier. Wie weit ist der River noch? Ah, oh, hier ist wieder Desert, hier ist wieder River. Okay. River, 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 River. Nice, guys. Wir müssen wieder zurück. Aber jetzt River. Hier können wir Regen kriegen. Wenn wir jetzt keinen Scheiß bauen. Oh Gott, 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 oh Gott. Da na na. Wer kam eigentlich damals auf die blöde Idee, dieses Kriechen, bla auf Schiff zu legen? Und die Idee an sich ist ja nicht schlecht, es passiert ja nichts, wenn man es gedrückt hält und dann croacht. Aber wer kam von dem Entwicklerteam von diesem Modpack auf die Idee dort drauf, das, dieses Twerken zu legen oder was auch immer, das Schütteln zu legen, dass es ein Baum wachsen lässt, keine Ahnung. Schüttelst dir die restliche Pibi ab und dadurch wird er gewässert oder so, keine Ahnung. Wer kam auf die Idee? Wer ist eigentlich so dumm? Entschuldigung, aber warum? Warum Mensch, bist du so dämonisch? Wir nehmen das jetzt, sogar das da und dann machen wir den ja und dann machen wir dann. Mercy und hier nochmal. Dann hacken wir dich noch schon ab. Und da ich Angst davor habe, dich einzeln abzuhacken, weil man kennt mich ja. Moment! Ich musste kurz meinen Bildschirm andätschen. Dann hört er auf zu flackern, das ist halt echt cool. Echt praktisch, das tut nämlich in den Augen weh, das glaubt mir, glaubt mir. Sobald er angeht, ist es am schlimmsten. Mitunter. Oh. Ups. Aber es ist halt auch für die Augen, also richtig bäh. Wohnt meine Aufbarrel? Im Beidebett. Ich kann die ja oft genug erstehen. Und nochmal rüber. Ich glaub nicht, ich freue mich, ey. Ich räume den Ast einfach komplett weg. Ich freue mir einen riesigen Lattenzaun einfach weg. F7 kann nichts spawnen, oder? Ich will mal F7 nochmal probieren, nur was F7. F7 müsste mir definitiv da hinten was zeigen. Ich weiß halt nicht, ob es mir über Nacht was zeigt. Nur oder halt auch am Tag. Wir werden es halt gleich sehen. Denn ich muss langsam dahinter, sonst habe ich ein Problem, wenn man auf die Uhrzeit guckt. Dann ab 8 Uhr das Nighttime. Oh shit, es ist. Oder auch nicht. 19 Uhr ist Nighttime. Okay. Was ist die restlichen Tage immer so? Das ist. Oh ja, es wird gerade Nacht. Ich hätte jetzt gerne immer noch F7 aktiviert. Hallo. F7? Ach, vielleicht muss ich F7 ja gedrückt halten. Und mal jetzt aktivieren. Nö, F7 funktioniert nicht. F7 funktioniert nicht. Ich bin jetzt gerade übrigens. Oh shit. Der Lag hat sich gerade angefühlt, als würde was spawnen. Es wäre irgendwo irgendwas gespawnt. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Da, na, na. Hier. Also, oh Gott. Huh. Schwerkug. Ich
Ich war klug. Leute, ich war klug. Das Slash Weather Rain. Ich bin dumm, ich habe Weather falsch geschrieben. Ups. Weather Rain. Warum auch immer ich das falsch schreibe. Yay. Oh, es sammelt sich. Regnet das Bacon? Das ist noch Bacon. Das ist doch hundertprozentig Bacon, der da runterfällt. Und ist das laut, Alter. Natürlich, das Wetter habe ich am lautesten eingestellt. Das ist doch Bacon. Leute, das ist Bacon. Bacon. Aber genau an dem Platz, wo ich stehe, regnet es nicht. Gefühlt. Ja, ne? 42%, 43%, 45%, 50%, 50%, ja, schön, der ist in der Hälfte recht. Das ist Baconregen, das ist voll behindert und dumm. Aber hey, es ist irgendwie authentisch für die Bacon Guys. Okay, wir machen heute eine. Wow, Bildschirm. Au. Wir machen heute ein bisschen längere Folge, ich werde es jetzt voll haben. Einfach nur, damit es voll ist, damit ich sicher gehen kann, ich kann zurücklatschen, es bleibt voll. Ich möchte das testen, nämlich. Doodloop, doop. Doodloop, doop. Ich sag einfach Bacon. Die haben echt, minimal ein Problem mit ihrem Bacon. Und voll. Ach, hätte ich jetzt ein Bucket, könnte ich das bestimmt rausschöpfen. Okay. Wir gehen da mal. Bis dann! Übrigens, hier regnet es auch. Überall so. Ich kann Regen noch sehen. Ich kann Regen nicht mehr sehen. Heilige Scheiße. Oh boy, oh shit. Der Bruder lebt gefährlich. Er lebt gefährlich. Ich hab Bock auf irgendwelche Heimsachen. Ich hau jetzt immer bei der 7 auch noch was hin. Ich bin einfach nur mal sicher gegangen jetzt erstmal. Natürlich, hier spawnt eine Spinne. Oh yeah! Nein! Wo kommt die eigentlich her? Hier! Ernsthaft? Aber es wird mir nicht mit F7 angezeigt. Ernsthaft? F7 ist so gut wie useless. Danke. Okay, merken wir uns, dass bei sowas was spawnt. Was ist das eigentlich? Mini-Coins 1. Okay. Merken. Oh shit, boah. Ist ja nice, ey. Dass du einfach was. Oh Gott, da hab ich was vergessen. Oder? Egal, ich setz zur Sicherheit eins. Ich hab Paranoia jetzt. Ich hab Paranoia und Manuel Neuer. Oh shit, bro! Der erste Gegner, Alter. Und ich hab nicht mal eine Waffe gehabt. Fairness und so, weißt du? Fairness. Spinne ist ein Arsch. Spinne ist ein Arsch. Okay, merken, rote Licht, oh böse Licht. Aber, merken auch, die Dadu funktioniert nicht. F7.
Es hat einmal funktioniert. Ich hab's ja gesehen, dass da plötzlich so komische Fältchen waren und so und shit. Aber es war nur einmal. Ich hab einen Hammer genommen, bin ich schlau, Alter. Wo ist meine Axt? Hier und da. Ah, drei. Okay. Jetzt machen wir den Baum hier nochmal weg. Ganz fix. Natürlich jetzt. Was auch sonst? Oh, ich habe beide nicht mehr gesetzt. Ich bin ja auch so schlau. Zwei. Und noch ein Äppelchen. Was ist mit mir los, Alter? What the fuck? Hier und hier. Und da nochmal natürlich. Oh shit, mir fällt gerade auf. Wenn da hinten jetzt ein Zombie brennen anfängt. Rein theoretisch, wenn da hinten einer spawnen kann. Brennt da nicht mein ganzes Zeug hier ab, wenn jetzt gleich die Sonne wieder da ist? Ah, muss schauen. Obwohl, es regnet. Na, ist trotzdem keine Entschuldigung. Okay, mal kurz gucken. Moment. Alles gut, oder? Alles gut. Das sah gerade von hier oben aus, wenn ihr genau dahinter guckt, dass da irgendwas wäre, aber ist nichts. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir machen im nächsten Part weiter, wenn wir schauen, was mit diesem. Warte mal. Ah, ich hab's wohl nicht dabei. Ich muss nächstes Folge abhacken. Schade. Aber wir machen nächste Folge weiter. Wir haben Master. Wir haben unseren ersten Mega-Fight gegen eine Spinne, Alter. Überfight. Richtig krass. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.